Wie schon gesagt, wird uns die Predigt jetzt der Patrick Ressing halten. Hier steht er neben mir. Und ich finde es großartig, dass du hier bist. Wo bist du ursprünglich her? Ursprünglich aus Kamerun. Das ist weit weg. Patrick, was bist du? In einfachen Worten würde ich sagen Missionar, aber wenn man biblisch betrachtet, ich bin ein Apostel. Nicht, also ich weiß, es ist manchmal schwer zu verstehen, aber aus Kamerun ist das quasi selbstverständlich. Ein Apostel ist jemand, der einen Auftrag hat, was die Leib Christi betrifft. Und so in diese Richtung würde ich sagen, apostolisch-missionarisch unterwegs oder missionarisch-apostolisch unterwegs bin ich. Okay, das ist großartig und für uns natürlich sehr spannend, weil viele Leute, die in Gemeinden und Kirchen aufgewachsen sind, kennen das, dass Kirchen in Europa Missionare aussenden nach Afrika. Und jetzt stellen wir fest, das geht auch andersrum. Und es ist auch andersrum nötig. Wir freuen uns also total, dass du hier bist, dass du uns dienst, hier in Bayern. Und wir freuen uns jetzt total auf deine Predigt und das, was du uns aus Gottes Wort zu sagen hast. Gottes Segen dir, Patrick. Danke. Danke, vielen Dank. Normalerweise habe ich immer ihm geschrieben, Pastor Benjamin. Es ist so, ich komme, wie ich gesagt habe, aus Kamerun und ihr habt schon mal vielleicht mitbekommen, wie es aussieht. Man erkennt und versucht immer, derjenige zu erkennen, unter welcher Name, welchen Auftrag er trägt. Und es ist auch nicht umsonst, dass Jesus gesagt hatte, wenn jemand einen von meinen Kleinen empfängt als Prophet oder als Evangelist oder so, dann bekommt er auch dementsprechend diese Segen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ihr mich heute hier empfängt. Es ist nicht immer sehr verständlich. Vielen Dank, Ben, vielen Dank auch die Gemeindeleitung und vielen Dank an euch allen. Und auch ein besonderes Dankeschön an der Sepp und Sieglinder, die mich auch bei ihnen die Möglichkeit geschenkt haben, zu übernachten, damit ich hier ganz fit komme. Und mein letzter vielen Dank. Am Anfang haben wir ein Lied gesungen, was mich gerührt hat. Willkommen, Herr. Wir haben den Herrn willkommen geheißen. Können wir das nochmal machen mit einem Applaus und sagen, Jesus sei willkommen in unserer Mitte. Halleluja. Jesus sei willkommen. Halleluja. Herr, wir schenken dir diesen Freiraum und wir sagen, sei willkommen. Ich schenke dir mein ganzes Wesen, alles, was ich bin und sage, Herr, nutz mich. Ich möchte einfach zurücktreten, damit du durch deinen Heiligen Geist deinen Platz nimmst und dein Volk berührt, ihre Bedürfnisse begegnest und jeder von uns erquickert, damit heute noch ein Tag wird, der unvergesslich ist, weil du ein Gott bist, der Pläne hat für seine Kinder. Danke, weil du da bist und danke, weil du alles leitest. Im Namen Jesus. Amen. Ja, wir sind schon voll drin. Und ich muss sagen, ich merke, dass Gott gerade dabei ist, was Besonderes, was Neues zu machen. Nicht nur in Afrika oder in den USA, auch in Europa, insbesondere in Deutschland. Und genau gesagt in Bayern, oder das ist Oberbayern? Und genau gesagt in Oberbayern. Und ganz genau gesagt in Schongau. Und ganz, ganz, ganz genau in FEG Schongau. Und das ist eine Freude. Ja. Ich war ein bisschen schockiert von dem Titel von meinem Predigt. Weil wenn ich irgendwo was zu tun habe, ich frage immer Gott, was soll ich sagen? Und ich bleibe wirklich hellhörig. Und ich habe einfach mitbekommen, Gottes Geschäft. Aha. Ist Gott schon jetzt ein Geschäftsmann? Und es war ganz klar für mich, ja. Es kommt darauf an, wie jeder von uns verstehen wird. Aber ich bete und wie ich gebetet habe, dass der Heilige Geist unser Herzen vorbereitet und uns das wirklich schenkt, das zu verstehen, was damit gemeint ist.
Wir wissen alle, dass Gott hatte sich mal entschieden, was anzufangen. Dieser Gott, der eigentlich seit die ganze Ewigkeit lebt. Kein Anfang. Dieser große Gott, vor wem diese Erde ist so klein wie ein Sandkorn. Der so groß ist, der kein Anfang, kein Ende hat, hatte sich mal entschieden, etwas anzufangen. Schauen wir das und sehen wir das mal so wie ein Geschäft, wo er sich gesagt hatte, lass uns. Er hatte sich entschieden, erstmal die ganze Erde zu schaffen. Wir kennen die Geschichte. Ich muss viel kämpfen, um ein paar die Zeit zu sparen. Und er kommt dazu zu sagen, schaffen wir den Mensch aus unserer Ebenbild. Gott hatte sich schon was ausgedacht. Wir wissen, was in Garten Eden passierte. Wie er die Schlange, den Mann, also Adam, Eva, verflucht hatte. Und im Nachhinein können wir merken, Gott hatte schon einen Plan. Es ist so geschehen, dass irgendwann dieser Plan ist noch deutlicher geworden, dadurch, dass er seinen eigenen Sohn, einziger Sohn, auf diese Erde geschickt hat. Ja, deswegen ist es ein der berühmtesten Bibelvers, Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt so geliebt hat, ne, dass er seinen Sohn geschickt hatte, damit derjenige, der an ihm glaubt, wird gerettet. Und dann sind viele Sachen geschehen. Und wenn man auch die Geschichte von den Kirchen mal gelesen hat, mal ein bisschen kennt, kann man schon viel merken, viele Sachen merken, wie im Nachhinein, das, was Gott machen wollte, wurde nicht, seitdem Jesus gekommen ist, nicht wahrgenommen, nicht akzeptiert, sogar in seinem eigenen Volk. Es wurde einfach nicht angenommen. Er wurde einfach nicht verstanden. Und im Nachhinein kann man schauen, wie die Christen verfolgt wurden. Im Nachhinein kann man schauen, was die Kirche, die Gemeinde und sogar unsere Gesellschaft geworden ist in Bezug von, was man Kirche nennt, was man die Religion nennt, was man die Glaube nennt. Und irgendwann kommt man einfach in Verwirrung. Gott hatte ein klares Plan. Er wollte schon mit Menschen eine Beziehung haben, aber dazwischen bis heute sind viele Sachen passiert, wo man sich fragen kann. Eigentlich kann man sich fragen, schau mal unter Christen, wie viele Denominationen es gibt, wie viele Trennungen gibt es. Nur das kann schon zeigen, das ist nicht leicht. Ne? Aber trotzdem, Gott hat einen Plan und macht weiter mit seinem Geschäft. Aber was ist genau dieses Geschäft? Gottes Geschäft. Ich habe das erlebt, dass ich 9 Jahre alt war, als ich zum ersten Mal von Reinhard Bonnke gehört hatte. Wer kennt Reinhard Bonnke hier? Viele, super. Und dann habe ich auch gemerkt, also wo ich ungefähr 12 Jahre war, war ich in einer Kirche, die auch von einer, der Peter Schneider heißt, eine Gemeinde, die gegründet wurde und wo sie hunderte von Gemeinden in Kamerun haben. Und ich merke, alle kommen aus Deutschland. Und ich war fest überzeugt, dass wenn ich mal nach Deutschland komme, und mein Vater hat sogar Deutschland geliebt, er hat uns, seitdem wir Kinder waren, über Martin Luther erzählt. Ja, dank Martin Luther haben wir die Bibel heute bekommen. Ein von meinen kleinen Brüdern heißt Martin Luther. Na, nur damit ihr versteht. Als ich nach Europa kam, hat mir mein Vater gesagt, bleib in Deutschland, das ist das christlichste Land in Europa. Und dann wusste ich für mich, also liebe Geschwister, ich liebe euch, ich liebe Deutschland. Wenn ich manchmal ganz klar was sage, es hat nicht damit zu tun, dass ich Menschen verurteile oder so, sondern es geht wirklich darum, dass ich das rüberbringen soll oder muss, was Gott sein Volk geben möchte. Gott hat ein Geschäft gehabt und er wusste schon genau, dass irgendwann in die Zukunft wird Patrick Ressing in Deutschland sein, in Schongau am 7. Mai 2023. Er hatte das schon geplant und er wusste genau, dass es hier jemand gibt,
auch wenn es nur eine Person ist, die etwas Bestimmtes braucht, was er nicht dafür hier geschickt hat. Er hatte so geplant. Deswegen einfach bitte nur hellhörig sein, was Gott geben möchte. Ich kam und ich dachte, ich werde weiterhin meine Glaube so leben, wie ich sie kannte. Und im Nachhinein wurde ich, muss ich sagen, ich muss das nicht ins Detail erklären, viele Schocks, Kulturschocks und alles mögliche Schocks, wo ich dachte, oh, das ist doch nicht, wie ich gedacht hatte. Ja, ich habe gemerkt, es gibt noch Kirchen, die schon vielleicht Jahrhunderte schon gebaut wurden. Es klingen noch Glocken, das ist, stimmt, es, das sind doch Merkmale da. Aber ich wusste auch genau, dass wenn es um Gottes Geschäft, Gottes Plan geht, es geht nicht darum. Jesus hat mal sogar gesagt, seht ihr diese Tempel, so prachtvoll, ja, schön wie es aussieht, das zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und es war so wie ein Schock für die damaligen Menschen. Was erzählte er da? Dieser Tempel, was von Salomon gebaut wurde, das, was so viele Jahre gebraucht hat, um gebaut zu werden, was ist da los? Er sagt, in 3 Tagen kann er das wieder bauen. Also Menschen waren schon so weit in ihren Gedanken, fixiert auf ihre Realitäten, ihre Gesellschaft, was damals geherrscht hatte. Die Religion, die Pharisäer, die Tora, die Mose, einfach diese Geschichten. Und waren schon ganz entfernt von was Gott damit gemeint hatte. Was war eigentlich Gottes Plan? Und dadurch konnten sie nicht erkennen, was eigentlich die Wahrheit war. Wir werden ein paar Bibelversen lesen. Und wie ich vorhin erwähnt hatte, ich konnte das einfach dadurch erleben, dass Gott wirklich ein Geschäft macht. Dadurch, dass er solche Menschen wie Reinhard Bonnke oder Peter Schneider und alle anderen, die man nicht kennt. Also Peter Schneider hat einen der größten Gemeinde, also in Kamerun gegründet. Ich weiß nicht überall, wo er das noch weiter missionarisch unterwegs war. Und ich weiß von mir, dass seitdem ich Kind bin, hat mich auch in meiner Familie immer jeder gesagt, du bist nicht gemacht für Afrika. Also du bist wirklich einer der... Na, Europa, egal, als ich mit Musik gemacht hatte, mal im Fernsehen eingeladen war, Musik gemacht hatte, man hatte immer gesagt, was machst du hier in Kamerun? Du gehörst zu einer anderen Welt. Und viele dachten, und ich war überzeugt, ja, ich bin dafür gemacht, für die USA. Und ich dachte, ich muss einfach hin. Irgendwann bin ich hier in Deutschland und ich denke, ja Herr, was brauchst du, was soll ich hier machen? Ja. Und ich merke einfach, das ist total anders. Ich mache die Musik, ja, es gibt manche, die es mögen und manche, die, keine Ahnung. Ich mache Lobpreis, bin voll dabei. Das, was ich genauso kenne, dass wenn ich voll dabei bin, Leute sind auf ihre Knie oder auf den Boden, Halleluja, Herr. Und so, ich singe so und Leute schauen nur auf mich so und so. Und ich dachte, was ist denn los? Es ist total anders. Es geht ja um Jesus. Vielleicht habe ich eine schöne Stimme, keine Ahnung, vielleicht spiele ich gut. Aber es geht darum, dass Menschen näher zu Gott kommen. Dass Menschen einfach Gott dadurch begegnen. Aber es ist irgendwie nicht die Gewohnheit hier. Ich habe viel mit Musik getan, weil Gott hat mir das gezeigt. Ich habe dir diese Stimme, diese Musik gegeben, weil dadurch wird so weltweit meinen Namen verkünden. Und ich dachte, wenn ich Musik mache, wenn ich Chöre leite, ich werde dann langsam Leute zu Jesus bringen. Und ich war wieder schockiert, dass ich Chöre geleitet habe, wo Leute ganz gerne ihre, keine Ahnung, Buddhismus dabei gemacht haben. Und so. Ich dachte, man sagt Gospel, verstehen Sie nicht, dass es geht um Jesus. Ich wollte beten vor den Proben und irgendwann sagt man, nee, das wollen wir nicht, wir sind keine Kirche und so. Ich war immer wieder schockiert und ich dachte, also Herr, wie schaffe ich das? Ehrlich gesagt, ich war schon, insbesondere als Corona gestartet hatte, habe ich gedacht, es ist fertig, also ich gehe zurück. Ich glaube nicht, dass ich einen Platz hier in Deutschland habe. Und ich war fast zurück, bis Gott mich wieder
überzeugt hat, durch viele Gelegenheiten, dass ich noch nicht fertig bin, dass ich sogar kaum schon in Deutschland angefangen habe. So hat mich Gott dazu gebracht zu verstehen, dass genauso wie Menschen wie Reinhard Bonnke uns begeistert haben mit Jesus, genauso sendet Gott auch Leute nach Deutschland, wie ich, wie anderen, um euch mit Jesus zu begeistern. Halleluja. Er weiß genau, was hier fehlt. Er weiß genau, was in Kamerun, in Afrika gefehlt hatte, in Asien, überall. Und dadurch, dass er dabei ist, sein Geschäft zu machen, Seelen zu retten, Menschen ihm näher anzuziehen, er bereitet Menschen vor, im Voraus, und weiß genau, wenn die Zeit kommt, soll der an dem Ort sein, um mein Geschäft zu machen. Aber ein Punkt war für mich immer wieder so, wo ich mich gefragt hatte: Stell dir vor, Reinhard Bonnke kam und niemand kam, da in seine Evangelisationsprogramme, weil sie beschäftigt sind mit ihren Traditionen, mit ihrer eigenen Sache. Dann hätte man nie so einen berühmten Reinhard Bonnke gehört. Dann hätte man nie erlebt, dass Tausenden von Menschen in einem Ort versammelt sind, nur weil sie Durst und Hunger nach Jesus haben. Und genau das ist das, was ich die ganze Zeit hier erlebt habe, dass Gott hat alles geplant, aber Menschen haben noch viel, viel zu tun, um das wirklich in diesen Plan hineinzukommen. Es geschah mal so in der Bibel, lesen wir mal erstmal in den Matthäus 11, Vers 2 bis 12. Und schauen wir mal eine Geschichte, die aus der Logos-Seite, also was man lesen, verstehen kann, sehr viel Sinn macht. Aber dann kommt auch der Rema, die Offenbarung, die dahinter steht. Kann man das hier oder wissen? Ah ja, genau. Er wird mir helfen, weil ich muss einfach eine klare Lesung, also deutsche Sprache, schwere Sprache. Ne? Ich hoffe, man versteht überhaupt, was ich bis jetzt gesagt habe. Alles klar, danke. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Amen. Ich kenne schon ein bisschen die FEG, dass es so eine freie Kirche ist, aber mit einer Tendenz, die mehr evangelistisch, also aus der Protestant oder evangelische Theologie sozusagen, ich sage immer wieder, ich habe sehr viel gekämpft, um mich immer anzupassen, und Gott hat mir gesagt, das war nicht das Ziel, dass ich einfach denke, ich muss so oder so, damit es Leute gefällt, sondern das Wichtigste ist, dass
sein Wort, die Wahrheit rüberkommt. Auf jeden Fall habe ich viel gelernt und ich weiß auch schon mittlerweile, wie ich mich trotzdem so anpassen kann, dass es trotzdem gut bleibt und dass die Botschaft rüberkommt. Ja? Keine Sorgen, ich werde nicht hier die Welt umdrehen oder so. Aber ich werde auch darauf achten, dass ich das rüberbringe, was Gott zu tun hat. Wir haben gerade was Schönes gelesen, was auch irgendwie traurig war. Johannes der Täufer ist der, wie Jesus gesagt hat, von denen in die Tora schon stand, dass Elia wird wiederkommen. Und wir wissen genau, was Johannes der Täufer gemacht hat. Er hat Jesus den Weg vorbereitet. Aber er befindet sich in einer Situation, wo er im Gefängnis ist. Gefängnis wissen wir schon, was es ist. Aber es gibt noch eine andere Ebene von Gefängnis, was mit unserem Geist, unserer Seele zu tun hat, wo man einfach in ein System von Gedanken, ein System von keine Ahnung, von seiner Regierung, von dem Ort, wo er lebt, eine Mentalität in Gefangenschaft ist und man merkt nicht, dass er die ganze Zeit die Sache nicht so sieht, wie es eigentlich gesehen werden sollte. Und er ist fest überzeugt, von was er denkt. Leider ist es so. Als Jesus damals gesagt hatte, ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch befreien, hatten die Juden damals darauf gelacht. Und dachte, hast du mitbekommen, dass wir im Gefängnis sind? Oder wovon erzählst du? Oder wovon redest du? Es war ihnen nicht klar, dass sie im Gefängnis waren. Hier, Johannes der Täufer befindet sich in Gefängnis und es fehlt ihm, was vielleicht man doch noch nicht verstanden hatte, obwohl er der größte Prophet war, war er nicht so weit, die Sache zu erkennen, wie es sich braucht. Der Unterschied zwischen Gottes Königreich und menschlicher System, Regierungen oder Königreichen. Johannes der Täufer war noch dabei, seine Augen zu eröffnen, um was schlecht war und was gut war und konnte zum König gehen und ihm verdammen, weil er mit der Frau seines Bruders zusammen war. Was richtig war, laut dem Gesetz. Aber Jesus war schon auf dieser Erde. Jesus, den Johannes der Täufer vorgestellt hatte, aber er war noch nicht so weit zu verstehen, dass die Regierungen, das System, alles wird gerade geändert. Und er war fest überzeugt, dass wenn es um Jesus geht, wirklich, er ist doch der Prophet. Er ist von Jesus der Cousin. Er kann nicht im Gefängnis sein. Es kann nicht sein, dass ein Urteil auf ihm liegt, dass er bald sterben wird. Und Jesus ist da und macht gar nichts. Aber er wusste nicht, was ist die Priorität für Gott gerade in dem Moment? Was ist Gott dabei zu machen? Was will Gott da gerade erreichen? Er kam nicht dazu. Deswegen zweifelt er und fragt sich, geh mal und frag ihn, ist der gekommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Obwohl er Prophet war, er dachte noch in dem Leben von Menschen. Er dachte, Jesus ist gekommen, um uns aus diesem Herrscher von Römer zu befreien. Er war nicht so weit. Und das sind menschliche Gedanken. Das ist unser Level. Wenn wir sehr viel verbunden sind mit diese Sache, die zu dieser Welt passen. Und wir verstehen nicht, dass Jesus hat ein Königreich auf diese Erde gebracht. Er ist nicht einfach gekommen, um zu sagen, ja, super, hey, du Kumpel, Cäsar, wir können das gut zusammen machen, du und so, sondern er wusste genau, das, was von Gott kommt, ist eigentlich wie ein Stoßpunkt, es kann nicht sofort angenommen werden, weil Menschen sind anders gemacht worden. Sie sind anders geprägt. Deswegen sagt er irgendwann, wenn man ihm fragt, was man mit dem Geld machen sollte, was man mit Steuern machen sollte, er sagt, gebt Cäsar, was Cäsar gehört und Gott, was Gott gehört. Aber leider, diese Welt ist so, dass der Teufel, Satan auch
herrschen möchte und versucht immer genau das Unkraut so da zu pflanzen, wo die Weizen, sagt man, ne, oder? Weizen. Da ist zum Pflanzen. Und er bringt immer solche Sachen, die uns einfach zur Verwirrung bringen. Was sollen wir zu Gott geben? Was sollen wir Cäsar geben? Der Teufel kommt sofort und verändert alles und schafft die Religion. Und viele sind nicht bewusst. Wenn du über Gott redest, über Jesus redest, es verbindet dich sofort mit der Religion. Aber hat es wirklich mit der Religion zu tun, was Jesus gebracht hat? Also die Religion ist einfach das, was Menschen geschaffen haben, um zu sagen, dadurch kann man Gott begegnen, dadurch kann man Gott mit Gott in Verbindung kommen. Aber das, was Jesus gebracht hat, was Gottes Geschäft war, war einfach Glaube. Glaube an Jesus. Das, was nicht mit der Religion zu tun hat. Weil wenn wir wirklich mit der Religion zu tun haben wollen, dann haben wir viele Geschichten, traurige Geschichten zu lesen, zu erkennen, wo wir einfach sagen könnten, nee, also mit sowas will ich nicht damit zu tun haben. Und das ist genau das, was der Teufel immer macht. Wenn es darum geht, wie soll ich mit Gottes Werke umgehen, damit es läuft, dann hörst du sofort, also wir haben auch heute uns unterhalten, mit der Sieglinde und Sepp, wo wir meinten, wir haben über Steuern geredet. Also es wurde schon von vornherein sofort, nachdem Konstantin bekannt hatte, dass er auch Christ geworden ist, dass die Religion und die Regierung zusammengekommen ist. Und man denkt auf eine Seite, das war super, dank Konstantin hat man die Freiheit bekommen, Christ zu sein. Aber man merkt nicht, dass auch genau da, also meiner Meinung nach, war auch ein Plan der Teufel, um diese Confusion, diese Verwirrung reinzubringen. Dass man denkt, Regierung, also das heißt Cäsar und Gott können eins werden. Jesus hat das schon klar gesagt. Gebt jeder seine Stelle, bitte. Die passen nicht zusammen. Ja? Und dadurch ist es auch so, dass, wenn schon von vornherein die Stadt, die Steuern und alles, das alles ist schon da rein. Ja, unsere Zenten, was wirklich dazu dienen sollte, Gott zu dienen, schon abgezogen ist, dann bleibt übrig, dass man einfach denkt, was habe ich noch Gott zu geben? Aber wir sind, liebe Geschwister, zu den Zeiten gekommen, wo es uns bewusst werden soll, der Unterschied zwischen Gottes Königreich und weltlichen Herrschaften. Halleluja. Dass wir erkennen, gerade ist Gott dabei, sein Geschäft zu machen, gerade seine Werke zu tun. Und er braucht uns, er braucht jeder von uns, genauso wie ein Geschäftsmann, der eine gute Idee, einen guten Plan, guter Businessplan hat und sein Geschäft gestartet hat. Er wird nie zurechtkommen, er wird nie groß werden, sein Empire bauen, wenn er nicht die richtigen Leute dabei hat, um dieses Königreich zu bauen. In dem Sinne, obwohl Jesus genau gewusst hat, warum Johannes die Frage gestellt hatte, man würde sagen, die Antwort konnte verwirrend sein. Die Frage von Johannes, in anderen Worten, hieß, du bist da und du weißt, ich bin gerade im Gefängnis und du tust nicht. Und Jesus wusste genau, Johannes, du hattest schon deine Mission erfüllt. Wenn du noch weißer gewesen wärst, wenn du noch ein bisschen nach vorne denken konntest, hättest du verstanden, jetzt ist an der Zeit, mich nachzufolgen, mit mir in den Business Gottes reinzukommen. Du hättest verstanden, das ist es anders geworden. Du kannst nicht mehr weiter so handeln wie damals. Du weißt schon, dass damals als Elia, den du noch warst, damals wolltest du das Gleiche machen und der Isabel war da dir hinterher. Und jetzt wirst du wieder das Gleiche machen. Der Geist der Isabel wird noch weiter hinter dir sein. Hast du nicht verstanden, dass der
Königreich Gottes ist jetzt mitten unter uns, Johannes. Hast du nicht verstanden, dass du mir nachfolgen solltest, damit wir das Business Gottes jetzt erst recht machen? Auf jeden Fall, das Wichtigste hattest du schon erfüllt. Du hast mir den Weg aufgemacht. Und auch wenn du jetzt sterben kannst, es ist nicht schlimm. Klingt ein bisschen komisch. Aber das war die Wahrheit. Tatsächlich wurde der Johannes der Täufer nicht gerettet. Er ist von dem König getötet worden. Da kann man sagen, wo war Gott? Warum hat Gott nicht gehandelt? Es war einfach so, dass Gott hatte seinen Plan, er hatte sein Business und er brauchte einfach, dass man in seinen Plan hineinkommt, dass man mit ihm läuft. Jesus gibt eine Antwort, da zeigt er genau, was wichtiger ist und er sagt, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet den Johannes, was ihr hört und seht. Was ihr hört und seht. Was ihr hört und seht. Es war ganz wichtig. Gottes Königreich bringt uns, was wir hören und was wir sehen. Deswegen sei der Apostel Paulus, unsere Predigt lag nicht auf diese Weisheit und Kenntnisse von Menschen, sondern um eine Erweisung der Gottes Macht. Ja? Gottes Königreich hat damit zu tun, mit Macht, göttliche Macht und Kraft, das heißt, Wundern gehören dazu. Das heißt, Wundern, alles, was Jesus gesagt hatte. Blinde werden sehen und Lähme gehen. Aussätzige werden rein und Tauben hören. Tote werden auferweckt und Ärmen wird das Evangelium verkünden. Ärmer werden wir das Evangelium verkünden. Nicht ärmer eigentlich, weil sie kein Geld haben, ärmer, weil sie offen sind, weil sie durstig und hungrig nach Gottes Kenntnis. Jesus zeigt damit, Gottes Plan läuft weiter. Gott ist dabei, das zu machen, wofür im Lukas Kapitel 4, Vers 18 gesagt hat, der Geist Gottes hat mich gesalbt, damit ich die gute Nachricht, die Blinden die Augen aufmache, damit ich die Gefangenen befreie und die gute Nachricht, also Verzeihung, wenn ich nicht eins zu eins sage, auf Deutsch ist es immer ein bisschen kompliziert. Ne? Auf Französisch hätte ich genau das zitiert. Auf jeden Fall, Jesus war dabei, das zu machen, was Gott geplant hatte. Jesus sagt, redet auch danach und redet mit dem Volk, weil er weiß genau, wie der Volk oft reagiert und fragt, was seid ihr in die Wüste gegangen zum Sehen? Er wusste genau, dass Menschen lieben Entertainment. Menschen lieben einfach begeistert zu werden. Menschen lieben etwas, was zu machen, was irgendwie ihre Kenntnisse, ihre Weisheit, ihre Intelligenz vorweisen kann, was einfach zeigen kann, dass sie das sind, was sie sind. Oder Menschen lieben einfach das zu machen, was die große Menge gefällt. Aber Jesus zeigt erstmal, wenn ihr dafür dahin gegangen seid, ihr war falsch. Aber wenn ihr dahin gegangen seid, weil ihr einen Prophet sehen wolltet, da wart ihr richtig. Aber das war auch noch in den Altes Bund, weil jetzt sind wir in die Zeit gekommen, wo Gottes Business, Gottes Geschäft herrscht. Wo es darum geht, anders zu handeln, anders zu wandeln, einfach den Unterschied zu merken zwischen was von Gott ist und was von dem Teufel oder was von der Welt oder was von unserem eigenen Fleisch ist. Der Unterschied zu machen. Und er sagt ganz klar, in diesem neuen Reich, in diesem Business Gottes,
der Kleinste ist sogar größer als Johannes. Johannes ist sozusagen ein Muster von Menschen, die mal sehr religiös sind. Und sie glauben, sie sind dabei richtig zu machen. Und sie sind enttäuscht zu merken, dass es hat doch nicht geklappt. Es ist auch ein Beispiel von Menschen, die viel fokussiert sind auf diese Regeln, diese Gesetze, diese Mentalitäten, die nichts mit Gottes Königreich zu tun haben. Dadurch, dass er mit dem König, dieses ist symbolisch, er hat den König angesprochen und gesagt und verurteilt, beurteilt, in was er gemacht hatte. Das hat mit diesen Regierungen zu tun. Symbolisches zeigt einfach, wenn du genau mit der Regierung laufen möchtest, dann musst du alles tun, wie sie wollen. Wenn du mal dagegen stehst, dann geht dein Kopf weg. Wie sollen wir trotzdem mit dem Ganzen umgehen können? Die Bibel sagt uns noch, zweite Lesung, ich werde es lesen, in Lukas Kapitel 2, Vers 19. Als Jesus noch klein war, hatte er das schon verstanden, worum es ging. Ich muss sagen, ich habe die Version auf Deutsch nicht, es hat mich nicht so angesprochen, wie ich dachte, aber ich lese trotzdem. Und er sprach zu ihnen: Was ist, dass ihr mich gesucht habt? Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? In Englisch heißt ganz deutlich: Wisst ihr nicht, dass ich mich um den Business meines Vaters kümmern sollte? Ich sollte mich um den Geschäft meines Vaters. Jesus war schon bewusst seit seiner Kindheit, dass Gott dabei ist zu arbeiten und er muss Teil davon sein. Deswegen steht dann in Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Deswegen seid ihr auch in 2. Korinther 5, 17, dass wenn wir zu Christus kommen, wir sind eine neue Schöpfung. Wir gehören jetzt zu einem neuen Volk. Wir sind andere Menschen geworden. Und es geht uns jetzt darum, hellhörig zu werden, unsere geistlichen Ohren aufzumachen, unsere geistlichen Augen aufzumachen. Was ist jetzt dran, was Gottes Königreich angeht? Hey, Leute, ich bin manchmal schockiert. Erlaub mich, dass ich das so rüberbringe. Ich bin so aufgewachsen, also dass ich verschiedene Instrumente gespielt habe, nicht weil ich nur Musik liebte, sondern es war mir schon bewusst, wenn ich die Bibel lese, sogar Jesus, Gott hat sein Volk aus Ägypten befreit mit dem Aussage, damit sie mir einen Gottesdienst in der Wüste feiern. Und wenn ich komme, gerade habe ich gesehen, es gibt so viele Instrumente, aber es hat ein Schlagzeuger gefehlt. Dann denke ich, es gibt so viele Schlagzeuger hier draußen. Aber viele denken, nee, das ist nicht die Priorität. Ich habe was anderes zu tun. Oder wenn ich Schlagzeug studiere, ja, dann studiere ich das, weil ich möchte mein Leben damit verdienen. Was nicht schlecht ist, du kannst Geld damit verdienen. Aber wenn du weißt, dass Gott über alles steht, das ist nur ein kleines Beispiel, ne? Es gibt so viele Bereiche in Gottes Haus, wo jeder sich reinbringen könnte, damit Gott einfach merkt, sie haben verstanden, ich brauche denen in mein Business. Aber viele haben andere Prioritäten. Viele setzen die Prioritäten woanders und wir sagen, ja, wir lieben dich, Gott, wir lieben dich, Herr, Halleluja und so. Es passiert schon, dass man ist wirklich schon sogar religiös geworden. In unserer Liturgie so läuft es, in unserer Religion so läuft es. Ja, nach dem Martin Luther läuft es, nach Calvin läuft es so und so weiter. Was steht in der Bibel? Was sagt Jesus? Was ist Jesus wichtig? Halleluja. Jesus braucht uns in sein Business. Gott braucht uns in sein Business. Ich komme zum Schluss. Ich werde das sofort verbinden mit das, was hier geschehen wird, dieser Gospel Workshop. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich dachte, durch diese Musik, die ich mache,
ich werde Leute viel zu Jesus bringen. Ich weiß nicht, ob ich damals, wo ich das Konzert in die Basilika gemacht hatte, ob ich euch angesprochen hatte. Ich glaube, ich war schon mal hier. Ich war, ja. Und mein Plan, ich habe das seit Jahren gemacht. Und leider passierte oft so, dass wenn ich in einen Ort komme, ich kontaktiere die Pastoren, die Gemeinden dort. Und ich hatte immer so eine Antwort. Nee, wir haben schon unsere Pläne, wir haben unser Programm, wir sind voll. Und dann dachte ich, verstehen Sie nicht, dass es geht gerade um die Ernte, wovon die Bibel redet. Dass die Ernte ist groß, aber wir brauchen Mitarbeiter. Also ich singe nicht einfach, um ein Star zu werden. Sonst hätte ich, wäre ich nicht in Deutschland eigentlich. Ich wäre woanders, wo man die Musik noch viel besser schätzen kann. Also lasst mal, dass ich euch diese Wahrheit sage. Viele, die mich kennen, seitdem ich Musik mache, haben mich mal gefragt, was machst du da in Deutschland? Wir hatten gedacht, du wärst in den USA mit so einem Talent. Also wir sind irgendwie enttäuscht. Aber mir war immer wichtiger, da zu sein, wo Gott mich braucht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin unnötig, dann denke ich, hey, warum bin ich hier in Deutschland? Und das war genau, und das ist immer der Punkt, wir sind Missionare aus Afrika. Leider haben wir nicht diese Mentalität, dass man kann Missionare aus Afrika schicken und ihre Gehalte zahlen und so oder so. So, im Gegenteil, die Geschichte hat so gemacht, das ist total anders. Und ich musste trotzdem immer mit dem System kämpfen. Ich bin schon so gewesen, dass ich alles ausgegeben hatte, die Räumlichkeiten zu mieten, alles zu machen und am Ende nur pleite, weil ich habe mal gedacht, funktioniert mein Glaube nicht hier oder was ist denn los? Leute waren nicht, viele Leute mögen, sie sind begeistert, aber sie verstehen nicht, wie weit Gottes Business, Teil von Gottes Business zu sein, das ist bedeutet. Es kann bedeuten, Patrick, mach einen Workshop, das Ziel ist, dass Menschen gerettet werden. Dadurch, dass Gottes Will ist, dass die Menschheit gerettet wird, ich möchte Teil davon sein. Auch wenn ich nicht singen kann, ich werde jemand, der nicht gläubig ist, einfach diese Workshop für ihn zahlen, weil ich weiß, dadurch, dass er dabei ist, er wird von Jesus hören und Patrick wird weiterhin seine Mission machen und es kann sein, dass er da Jesus begegnet. Ich werde dabei sein, auch wenn ich nicht so viel Zeit habe, ich kann meinen Urlaub verschieben, weil ich weiß gerade, es geht gerade um Gottes Geschäft. Ja, liebe Geschwister, es passiert, ich mache das, weil ich möchte sehen, dass Jesus verherrlicht wird, dass Menschen zu Jesus kommen. Und ich glaube einfach, das ist nur ein kleines Beispiel, es gibt viele Bereiche in unserer Gemeinde, betrifft vielleicht Musik, vielleicht Dienst, keine Ahnung, Tontechnik, keine Ahnung, überall gibt was zu tun. Diakon zu dienen, alles. Es gibt immer im Gotteshaus was zu tun. Es gibt immer im Leib Christi was zu tun, damit Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Mein letzter Bibelvers habe ich heute auf meinem Weg hier bekommen. Obwohl ich nur meine Frau Bescheid gesagt hatte, übrigens, sie hat euch gegrüßt aus Kamerun, leider ist sie noch nicht da. Ich hatte sie nur dem Titel mein Predigt gegeben. Ist jemand hier, der Französisch lesen kann? Ja, leider nicht. Okay, dann hätte er das gelesen. Genau hat sie mir den Bibelvers geschickt, wo es hieß, Johannes Kapitel 12, Vers 26. Können wir das noch lesen? Hast du die Bibel da? Und damit mache ich Schluss. Johannes Kapitel 12, Vers 26. Und sie hat mir was geschrieben. Ich empfange, ich werde in ein paar Worte das Deutschen, da wo du gehen wirst, ich empfange, dass der Herr will, dass ich dir sage, Leute sind sehr beschäftigt mit ihrer eigenen Sache, und lassen Gott nicht die erste Platz, die Priorität. Ich habe das, also das hat sie mir geschrieben und hat sie mir die Bibelvers geschickt. Also es wäre viel länger, aber ich renne auch nach der Zeit. Ich habe mich bemüht. Sorry, ob ich nicht länger gewesen bin. Dann machen wir diese Bibelvers bitte. Johannes 12, 26. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden.